pain, suffer, it's all no glory. Ey, yo Leute, heute ist Hellblade 2 Senua's Saga rausgekommen. Was macht man, wenn man Teil 2 nicht hat? Genau, man zockt Teil 1. Seit Monaten auf der Platte liegen, noch nie angeguckt. Ich muss ein bisschen leise reden, weil nebenan alle schlafen. Also, man sneakt in Teil 1 rein. Also, lass uns das mal angucken. Ja. Das andere war nur, um die Grafik einzustellen. Okay. Wahrscheinlich gleich abgekackt. Aber völlig lange der Schriftzug da, oder? Okay. Intro. Hello. Hello. Who are you? Ist nicht von Belang. Willkommen. Warum fragt man, wenn sie von... Bei mir seid ihr sicher. Ich werde schön nah bei euch bleiben, damit ich diskret sprechen kann. Lasst mich von Senua erzählen. Ach, ihr könnt ja selber lesen. Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now it begins anew. Bisschen freakig, ne? This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. Hat die eine Waffel oder sowas? Was ist das? Ach, wie unhöflich von mir. Ich habe euch nichts von der anderen gesagt. Ihr hört sie auch. Oh, aber cool. Ihr so mit der Schrift. Cool, Alter. Okay. Design Leads Joe Nelson, Juan Fernandez. Da ihr den Untertitel selber lesen könnt, lese ich mal die ganzen Mitwirkenden vor. Okay, man kann sich dabei auch so cool umgucken. Wen denn? He's an ally. Look. Up ahead. Oh. You see it too. You promised you can. Environment art lead Dan Atwell. She's holy shit. In the land of the place the Northmen call. VFX lead Mark Slater. Tanz still. Geh zurück. Hier ist es nicht sicher. Sie sind hier. Wer zur Hölle? Die da hinten? Sind die aufgespießt? Cold Leads. Alter, ein bisschen eklig, Alter. Sind die gefehlt durch. Ihr wisst schon. Oh, Bruder, du hast gelitten, Mann. Holy fuck. Seht euch um und ihr werdet sie sehen. Die ertrunkenen, kranken Gefallenen. Hier liegen sie in Verrotten auf den Feldern und in den Flüssen Hales. Doch die Toten liegen hier nicht immer still. Dies ist keine Ruhestelle. Was zur Hölle, Alter? Ist das noch Ruhespiel? Oh. Alter, ich dachte, das Gequietsche kommt von... Alter, komplett irre. Spürst du, wie sie beobachten? Sie beobachten sie. Bruder, ich höre nur euch verrückten Stimmen, Alter. Holy moly. Boah, wenn man bedenkt, dass es das echt gab früher. Scheiße. Gefehlt.
She's afraid. Wouldn't you be? Oh Mann, Alter, Vlad Dracul wäre stolz auf euch. Music. David Guetta nach David Garcia. Andy La Plegua. Product Development. Dominic Matthews. Holy fuck, Alter. You might try and ignore it. Turn away. It's always there, just man sucht sie zu ignorieren und sich abzuwenden. Doch sie steht da, außerhalb des Blickfelds, am verwundbarsten Punkt. Als ob sie wüsste, dass sie gerade genug Licht braucht, um ihre erstickende Macht zu erkennen. Was zur Hölle? Holy fuck, Alter. Oh, das ist auch geil, Alter. Hexenjagd lässt grüßen, Alter. Arme ausgekugelt nach hinten und dann aufgegangen. Holy shit, welche Irre war hier unterwegs, Alter. Was ist das? Apocalypse Now, Alter? Erinnert mich an den Anfang von dem Film. Oh. Alter, wirklich? Das ist wie der Anfang von Apocalypse Now? Wie hieß er nochmal? Colonel? Ah. Far deeper. Holy fuck. Also sie hat doch einen an der Waffel, oder? Ich meine, wenn sie die ganze Zeit diese Stimmen hört, wird sie nicht ganz dicht sein. Alter, ich habe mich mit der Lore auch überhaupt nicht beschäftigt von diesem Spiel. Ernsthaft, ich weiß nicht, worum geht's hier eigentlich? Ist das so eine ausgestoßene Wikingerbraut, die irgendwie auf der Suche nach ihrer Family oder sowas? Oh, diese Augen, sie sieht schon ein bisschen irre aus, oder? Sie will zurückkehren. Sie hat solche Angst. Geht zurück. Noch kann sie ins Boot steigen und umkehren. Niemand muss es sie erfahren. Oh, sie hat uns gehört. There's no going back. Eventuell wäre es doch eine ganz gute Idee gewesen, wieder in den Baumstumpf zu steigen. Mhm. There's nothing to go back to and worse to look forward to. Why don't you join us? Coole Dreadlocks. Maybe you too have a part to play in this story. Geht's dann auch irgendwann mal los, oder? Okay. Holy. Do not forget my stories. Vergiss nicht meine Geschichten, Senua. Weil deine Finsternis von Hel kommt und dein Schicksal sich dort. Angeblich kommt man beim Brennen einer Leiche direkt zu Helas Tor. Aber Götter und die Lebenden folgen diesem Weg. Muss ich irgendwas machen? Nö. Ich kann auch nichts machen. Okay, der reagiert noch auf nichts. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. Oh, sie geht aber sehr chillig so, also Cryptwalk-mäßig. Eine Seite am Hängen. Across the river of knives, ja. Flows from the dark world of Niflheim. Ja gut, im Moment. Es wird wohl noch das Tutorial sein, oder? Ich latsche und sowas. Holy fuck, Alter. Was ist denn das für eine abgefuckte Drecksgegend zur Hölle? Sie kommen, Feigling, raus. Was zur Hölle? Alter, diese Stimmen sind das Schlimmste. Lauf, es muss laufen. Warum läuft sie denn nicht? Was? Ich kann nicht laufen, Alter. Wo? Dunkelheit kommt, sie hungert und dürstet nach Leben, wie ein Wolfsrudel auf der Jagd. Doch sie hält nicht inne. Holy shit, Alter, kann ich diese Fackel mitnehmen? Hm. Wieso konnte ich die Fackel nicht mitnehmen, Alter? Dann wäre es wenigstens wie bei Alan Wake oder so. Okay, im Moment kann ich nur zoomen und latschen.
diesmal nicht. Oh, okay. Holy. Siehst du es, Helheim? Es ist da drin. Ich spüre ihn. Das Land des Nebels. Der alte Narr hatte recht. Was hat er gesagt? Der Fluss der Klingen, hinter dem die Hallen Hades liegen. Der Ort, den sie Helheim nennen. Alter. Eher der Ort, den sie Klapse nennen. Da gehört sie auf jeden Fall hin, falls das wirklich... Alter, was ist das für ein Kopf? Boah, Alter, aber Grafik muss ich ja sagen. Also, wie soll die Augen nicht immer so irre aufreißen? Man könnte diese Stimmen mal das Maul halten. Okay, hat er wohl gerade gespeichert. Holy moly. Kann ich denn jetzt laufen? Nee, immer noch nicht, Alter. Doch, jetzt. Okay. Why is she doing this? Why doesn't she turn back? She's doing this for him. She wants to rescue him. Schönes Dorf, das sieht aber ganz friedlich aus jetzt hier. Nach dem scheiß Wald gerade. Ah ja. Aber ist dieses Gequatsche die ganze Zeit am Gange? Nervt leicht. Holy shit. Aber die Gegend cool. Ach, da ist wieder so ein blödes Ding. SM, ich weiß nicht. Keine Ahnung, was man hier machen soll. Vielleicht nachher. Also vielleicht kriegen wir es nachher raus. Nach oben klettere. Boah, dieses Geflüster geht dann auf den Sack, Alter. Mann, geht dann das derbe auf den Sack, dieses Geflüster. Jetzt noch so irres Lachen. Oh ey. Wie irre ist das denn zur Hölle? Hm. Es ist gefährlich. Berühre es. Ja, wie man das so macht, wenn was gefährlich ist. Diese Hundesehne werde mich nie wieder fangen. Nie. Moment, wer seid ihr? Find I live longer that way. The bastards catch me again. Never! Wait. What the fuck? Who are you? It's just a memory. Truth? Truth? For my tales of the Northmen, they call me Truth. Liar. An old fool. Drew is my truth. It's good to see you again. You kept your vow. I guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell if I may walk with you. Drew sollte aufhören zu rauchen. I'm listening.
The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye. Ah, okay. And you too will see what's hidden in plain sight. I can see one. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. Also muss ich wieder zurück oder was zu diesem M? War doch unten, ne? Jo, jo. Okay. Wie Turnaround? Warum? Hä? Am Spiel oder hier draußen? Okay. The gate is open. Go through the gate. Go through it. Follow it. Okay, bisschen sinnbefreit, ne? Aber okay. Man guckt einfach an die Wand. I spent 6 years enslaved in hell. But I watched the Northmen. Learned their ways. I know you did. You listen when everyone else laughed. My people paid a heavy price. Carry my stories with you. Whoa. And together we will make the Northmen feel our fury. Holy shit, ganz schön tief. Another voice joins us. Nein, noch eine Stimme, Alter. Waren die 17 Stimmen davor nicht genug? Oh fuck, Alter. Für jemanden mit Höhenangst, ganz mieser Abschnitt. Selbst virtuell. Oh, what? Dieses blöde Gelächter. Was haben wir denn hier wieder? Das nächste M. The world of the dead is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, hier runter oder hier weiter? Cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship and self-slaughter. In all of the 9 worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your deity okay. Was sacrificed. And with her, you must bargain. Digga, der Weg ist aber irgendwie ein bisschen lame, ne? Ohne irgendwie... Oh, hier könnte ein Gegner auftauchen. Sieht so aus, der Raum hat was Elden Ring-mäßiges. Das Tor, geh zurück, du musst es öffnen. Mann, diese Stimmen sind schlimm. Is that the face of Hela herself? Goddess that walks over Helheim. Whatever horrors lie behind that. Du schaffst es, mach schon. She must find him. Shh. Wer ist denn hier? Someone's here. What? Sie ist die erste von allen. Was habe ich eigentlich Schiss vor Gegnern, die kommen könnten, Alter. Wenn man die erste von allen spielt. Oh,
Stop talking. Fuck, Alter. Die ist doch komplett durchgeknallt. Ohne Scheiß. Fuck, Alter. Oh, okay. Okay. Scheiße, erster Gegner. Holy World. Oh. Tatsache, der erste Gegner. Nochmal? Holy shit! Wie geht das jetzt endlos weiter oder was? Kann man das überhaupt gewinnen? Ich meine, irgendwie. Okay, das muss wohl so sein. Oder? Freakazoid. Wie ist mein ernster Fall? Was? A vision of what's to come. Alter, was ist das? Das einer flog über das Kuckucksnest? Oder was ist das? Does not bargain. Does not reason. Kabinettstück für jeden Psychologen, das Spiel. Was zur Hölle? And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. Und jetzt hat sie nur das. Wieder der Typ. Will have been for nothing. It's just a matter of time. The dark rot will grow each time you fail. Mit jedem Fehlschlag wächst die dunkle Fäulnis. Wenn die Fäulnis Senuas Kopf erreicht, ist ihre Aufgabe vorbei. Ah, okay. Und jeglicher Fortschritt ist verloren. Verstehe. Kurz übersetzt, lieber nicht verlieren. Die schwersten Schlachten werden im Geiste geführt. Das hat Dillion sie gelehrt. Mit jeder Niederlage wächst die dunkle Fäulnis. Schon bald wird es um ihre Seele geschehen sein. Doch für den Moment ist sie noch Herrin ihres Verstandes. Nicht wirklich, Alter, wenn man die ganzen Stimmen betrachtet. Und sie wird ihren Schwur um jeden Preis erfüllen. Senua, ich will nicht sagen, du hast schon so einen freaky Blick drauf. Ernsthaft. Du brauchst Hilfe. Whatever the cost. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The God of Fire, Surt. Hat man den Illusionslord, hat man den nicht gerade? Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. To Dillion, your soul.
It won't open. Why can't she? Valravn, ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Valravn and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Okay, dann reißen wir ihm mal den Arsch auf, hoffe ich. Boah, grafiktechnisch aber echt. Jetzt immer dunkel, Alter. Ist das mein Monitor oder das Spiel? Ja. Ymir was a frost giant, a being of darkness, and all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice, buried in shape. He was like a man. Bro, ganz schön dunkel hier irgendwie. Hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Ja. Digga, dieses Geflacker ist hoffentlich normal, oder? Oder gibt meine Grafikkarte gerade den Geist aus? Alter. Schlimm. It's funny. We all want to see behind the veil, don't we? Once we do. Oh, okay. We mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. Auch schön sonnig hier. Direkt Vitamin D tanken, aber warte. Tja. Jetzt hängt man hier schon wieder fest. Oh, der Platz sieht schäbig aus. Oh Mann, Alter. Ganz schön viele Kadaver hier. Hört doch endlich mal auf zu labern, Alter, diese Stimmen. Sehr schön, Alter. Wenn man Leichenberge übersieht, ist das genau die Richtung, die man weitergeht. Oh, fuck, Alter. Ist er das wieder? Okay, dann gibt's jetzt einen Arschtritt, Junge. Shit. Das. Alter, das ist ein cooler Moves drauf mit diesen Drehungen. Okay. Komm schon. Tritt ihm in die Eier.
Irgendwie bringt das doch alles nichts. Oh shit. Hier rein? Das kann es doch noch nicht gewesen sein, Alter. Das wäre billig. Keine Ahnung, mal sehen. Comes from ravens, allowing the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, Truth. Ah, warte. Look how much it's changed. Ja. Check ich irgendwie nicht. Okay, vielleicht hinten. Mal kurz hier gucken. Nee. Vielleicht hier am Altar der Irren? Nee. To break the seal, align the ravens with the mark of Valravan. Würde ich ja gerne, aber. Ja, das kann doch irgendwie nicht. Warte, vielleicht von hinten aus. Ja, irgendwie. Check ich es wohl nicht. Ah, warte mal. Muss ich hier wieder durchgucken oder was? Nö. Kann man da noch hin? Mal sehen. Ah, vielleicht haben wir. Ah, okay. Kann man bestimmt von hier aus gucken. So, ah. Schon besser. Warte. Jo. Warte, warte. Ein bisschen runter. Okidoki. Kann man direkt runterspringen? Nein. Man muss den langen Weg gehen. Ja, wir haben das scheiß Tor geöffnet. Was ist mit ihm hier? Kann man da auch irgendwas machen? Nö. Viel Interaktionsmöglichkeiten gibt es aber nicht, muss ich sagen. Wir öffnen das große Tor. Und es kommt noch ein Tor. Spürt ihr das auch was? Dann kommt wieder die Dunkelheit, oder was? Ja? Why? Hey, diese Psychostimmen. Tja, hier ist wohl, warte mal. Ups, ne. Kann man hier hochklettern? Nein. Another game.
Die gehen mir echt auf den Keks, diese Stimmen. Ja, jetzt muss ich an diese roten hier irgendwie ran, aber wie komme ich da hinten hoch? Das sah nicht nach einem Weg aus irgendwie. Gab es eine Leiter? Nö. Nö. Musst du wohl wirklich hier hoch? Nein, kann es doch nicht sein. Warte. Ah, warte mal. Okay, kann man hier hoch? Nein. Tja. Dann bin ich ein bisschen überfragt. Da kann man hier drauf? Nee. Ein bisschen. Also wir müssen jetzt wahrscheinlich da oben drauf, aber da man nicht springen kann, da man nicht. Eigentlich kann man gar nichts, Alter. Weder springen noch sonst irgendwas. Mmh. So ist es crappy. Hier kann man jetzt nicht mal den kleinen Absatz runterspringen. Seltsam. Hm. Hier kann man nicht mal die kleine Mauer hochklettern. Hier geht die Tür nicht auf. Was? Hm. Dann würde ich doch mal sagen. Kein Plan. Von der anderen Seite nochmal gucken. Auch nix. Ja, aber wenn man nichts machen kann, ist es ein bisschen strange, Alter. Man kann nicht hochjumpen irgendwo, man kann nicht. Geht es auch nicht weiter? Nö. So. 6,5 Stunden später. Ja, das muss von da hinten sein, ja, von dieser Plattform. Aber wie soll man da hochkommen zur Hölle? Keine Ahnung, aber ich würde sagen, dass jetzt 12:30 ist. War das genug? Reingeschaut ins Spiel. Gute Nacht, Leute. Vielleicht kriegen wir es beim nächsten Mal gebacken.